Ich heiße Rainer Günther und Kunst interessiert mich eigentlich schon als Jugendlicher. Ich habe aber dann 1974 bis 81 an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart studiert und seitdem bin ich in Ausstellungen und Wettbewerben, Symposien auch vertreten. In meiner Kunst gehört Form und Inhalt zusammen. Ich stelle nie nur die Form in den Raum oder nur den Inhalt, sondern das Wechselverhältnis von beiden interessiert mich. Dabei ist der Mensch mein zentrales Thema. Deswegen arbeite ich auch viel figürlich und setze mich mit den Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens auseinander und seinen politischen Dimensionen. Zu dem Thema Einheit und Vielfalt habe ich mir drei Figuren ausgesucht, die jeweils ganz verschieden sind, Frau, Mann und eine Person, die nicht klar zu identifizieren ist. Gleichzeitig setze ich mich mit der Frage auseinander, wie Einheit entsteht. Dabei interessiert mich insbesondere die Einheit gegen Rechts, was ein ganz aktuelles Thema ist und dem möchte ich auch diese Arbeit widmen. Das ist jetzt das dritte Bildhauersymposium, an dem ich mitmache. Was ich ganz toll finde, ist der ländliche Raum, in dem das stattfindet. Zuletzt in Hirsau, aber auch jetzt hier in Bad Liebenzell. Gleichzeitig auch der Austausch mit anderen Bildhauern, die guten Gespräche. Und natürlich finde ich es super, wie der Landkreis hier Kultur und Kunst unterstützt und auch die Künstler betreut. Damit kann man sehr zufrieden sein. Schön, beim Bildhauersymposium 2024 dabei zu sein.